Oh mein Gott, die Gegner haben keine Sass-KD. Das freut mich. Es könnte eine gute Runde werden. Unser Mate ist komisch, ey. Schon wieder Platin 1 mit einer 1,7er KD. Also, weiß nicht, ob es so viele talentierte Spieler gibt. Das ist crazy. Wäre genau so insane. Highlight. Und Sieger. Und Red. Junge, es ist wieder keiner da. I think all of them are red. Watch out, Piano, Piano. One bin mini ball. Ja, weiß ich nicht. Den Gunfight hätte ich eigentlich haben müssen, oder nicht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich da nicht drauf war. Moin Nico, was geht? Wieder ein Rachel Legends Video. Soon, 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 soon. Very soon. Mögt ihr krasse Champions, harte Bosse und eine Menge von Spielern? Dann seid ihr bei Raid Shadow Legends genau richtig. Raid hat 13 spielbare Fraktionen und heute werden wir über die Hochelfen sprechen. Meine Lieblingself ist auf jeden Fall Elnaril. Die hat echt coole Gift-Buffs und ich finde so andauernde Effekte eigentlich immer mega cool. Also die Hochelfen sind eigentlich klassische gute Jungs, meistens zumindest. Sie leben in ihrem ummauerten Königreich Aravia und ihre Königin ist eine mächtige Zauberin. Und sie kämpfen zusammen gegen das Böse. Das Problem mit den Hochelfen ist, dass man nie genau weiß, auf wessen Seite die gerade stehen. Und um das zu erfahren, muss man sie wohl oder übel in der Story-Kampagne treffen. Und was ich richtig cool an Raid finde, ist, dass es Autoplay gibt. Das heißt, ihr könnt einfach Play drücken und müsst gar nicht selber spielen, sondern das Game farmt für euch. Also das ist echt richtig cool, gerade wenn ihr Rainbow zockt, gerade in der Queue seid. Einfach zack, ist mega cool. Und was noch cool ist, dass Raid Shadow Legends immer super viele neue Champions raushaut. Und ja, die sehen auch meistens echt cool aus. Wie ihr mich kennt, gibt es in meinen Raid-Videos immer noch einen Update-Part und der kommt jetzt. Raid hat letzten Monat das größte Update aller Zeiten veröffentlicht und das Hauptereignis ist der Doom Tower. Es ist ein riesiger Turm mit 120 Etagen und 12 richtig, richtig coole Bosse warten auf euch. Ja, um das Ganze nicht alleine durchkämpfen zu müssen, bekommt ihr als Neuspieler den Champion Bollwerk, der sich super für den Tower eignet. Des Weiteren bekommt ihr, wenn ihr den Link in meiner Beschreibung klickt, noch ein paar Leckereien dazu und natürlich den Champion Bollwerk. Ihr bekommt 50 Diamanten, einen XP-Booster, einige Energy Refills und sogar Ancient Shards. Also, worauf wartet ihr? Klickt den Link in der Beschreibung, sahnt euch die Belohnung ab, den Champion Bollwerk oben rechts beim Kasten findet ihr die ganzen Belohnungen und ja, jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, haut rein, ciao! Ja, ne? Junge, das sind voll die Psychos, Mann. Wie er sich dann bewegt, Mann. Was ist mein Timelag? Ey, mein Timelag kannst du halt vergessen, ne? Bewegt sich einfach genau dann. Ey, mein Timelag kannst du halt vergessen, ne? Bewegt sich einfach genau dann. Rainbow Six Siege. Aromora, wie nennt man deinen Prime? Sensor deployed.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich den Gunfight gegen den Thatcher noch hole. Aber hey, Bulls Main, Leute. Es ist es back. Wieder ein Rachel Legends Video. Soon, 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 very soon. Einfach alle Finger gebrochen von der armen Lucy. Bin ich da noch rausgekommen, ne? Ja, das sind halt Melusi-Spieler, ne? In a nutshell. Ja, ich, talking about aim, Leute. Ich bin dabei. Kannst du nächste Runde mal Twitch, kann man mal gucken. Kleine Bitch. Sehr interessante Geschichte vom Doc an der Stelle. Warum er da einfach reinpiekt die ganze Zeit. Das ist halt the oldest trick in the quick. Das war ein Double Kill, ja. Ey Leute, dass wir heute mal wieder 8-1 stehen, hätte ich nicht gedacht. Aber Nomad ist halt einfach eine Maschine und die Gegner sind einfach Trash. Lieber speaking white. Ach, VIP. In deinem... Ey, ich versteh's nicht, Mann. Sie hat mich gekillt und ich war im letzten Frame auf ihrem Kopf. Ich habe mich auch erschrocken, dass sie einfach random pusht. Das war auch my bad. Safe. Lona. Nein, nein, nein. Vielen Dank für dein Prime. Bist du am Start, wenn ich Outlast streamen würde? To be honest, ich kenne das Game vom Namen her. Aber ich habe es noch nie irgendwo gesehen, Outlast. Also bestimmt kenne ich das, wenn ich das Gameplay sehe, aber... Outlast... Ich kenne echt nicht viele Games. Komm Ash, hol den Braten. Kann der Ace eigentlich rein? Tatsächlich. One friendly operator remaining. Bomb has been located. Okay. Schöne Runde. Hey, that's pretty good. Chasco, Rainbow Six, vielen lieben Dank für dein Prime. Und Strike, Suchti und Glad Renly, danke für die Follows. Grüße an Merkel von mir, alles klar, mach ich. Ah, die Runde war gut.
war auch eine schöne Nomad-Runde. Es könnte eigentlich ein YouTube-Upload werden, vielleicht, maybe.